Hallo und willkommen zurück zu Miss Survival. Ich hoffe, ihr hattet alle einen angenehmen Tag und könnt euch jetzt ein bisschen entspannen, zurücklehnen. Und wir schauen mal, also wir sind hier in der Stadt gelandet. Ich habe mit euch zusammen ausgemacht, also ich weiß nicht, was hier noch alles auf mich zukommt. Ich muss sagen, ich habe auch ein mulmiges Gefühl bei der Sache. So, sozusagen. Erstmal machen wir das Auto an und fahren wieder ein Stück zurück, glaube ich. Wir fahren nicht zurück, warum auch immer. Habe ich mich eingeparkt hier, oder? Also eigentlich könnten wir zurückfahren. Ich mal sagen, wir fahren mal aufs Hotel. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich noch nicht. So. Also ein gutes Gefühl ist anders. Erstmal ziehen wir jetzt eine Knarre. Ne, die nicht. Die ist gut. Habe ich die Munition in der Tasche? Ja. Hätte ich auch da unten sehen können. Okay. Okay, das ist leer. Ich denke mal, hier ist noch gar nicht so viel. Okay, da kann man nicht hoch. Hätte ja klappen können. Okay, die sind noch ziemlich leer hier. Also ich glaube, das ist noch nicht wirklich eigentlich geplant, dass hier wer hinläuft. Ja, ihr wisst, ich fahre lieber mit dem Auto durch die Gegend. Das habe ich dann noch ein bisschen schon. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber da sind welche. Irgendwo da drinnen sind welche. Weiß ich nicht, ob ich da so wirklich hin will. Also, ne? Ich meine, wir wollen ja Action haben, aber so viel Action wollte ich nicht haben. Da drüben. Da ist so ein Turm. Komm wieder hoch. Na. Hallo, was machst du hier? Quark. So. Ja, die Zeit fürs Einpacken ist nicht jeder mit Sache, oder wie war das? Meine schon, hallo? Machen wir es halt so. Okay.
Ich weiß nicht, ob ich so stehen möchte. Sieht so aus, als wenn ich. Hallo, jetzt lass mich doch darauf. Jetzt komme ich hier nicht wieder raus. Willst du mich veräppeln? Komm schon. Ich glaube, wir haben auch ein Problem. Wieso kann ich denn da nicht hochklettern? Ich fülle aber hoch. Tja, Leute. Mir sind die Hände gebunden, ich komme da nicht hoch. Ich bin ein bisschen ganz leicht irgendwie unheimlich hier. So ein bisschen. Für einen Moment sah es so aus, als wenn mein Auto auf der Seite hängt. Ich glaube hier nicht. Junge. Wow. Rückwärts? Weiter rückwärts? Ich glaube, hier möchten wir nicht sein. Nein, nein, nein. Also die Stadt sieht doch noch nicht so aus, wenn sie. Als wenn man hier. Da waren wir ja eben drinnen. Wenn man hier irgendwas machen könnte schon, außer jetzt Infizierte abknallen. Das versuche ich ja mal zu vermeiden. Weil, ihr wisst. Und schon wird man ohnmächtig. Das ist schon. Ja. Also wirklich was holen. Oh mein Gott. Wo hier waren sie eben? Hinter mir. Okay, da waren wir eben. Da waren wir auf der anderen Seite. Also ich würde sagen, wir fahren hier nochmal durch. Ich denke mal, hier muss erst noch. Hier sind sie noch bei. Beim Fertigmachen. Und dann sehen wir mal zu, dass wir nach Hause kommen. Weil das ist mir. So wie das. Ah. Oh, das ist das, wenn ich schon auf meinem Beifahrersitz sitze hier. Ja, würde ich mal so sagen. Also, wir fahren jetzt nach Hause. Ich weiß, für die Leute, die. Ja, Action, endlich! Hi. Wir könnten höchstens noch mal weiter nach da fahren. Aber da wird auch nicht mehr viel sein, ne? Ich glaube, da waren wir doch lang gefahren. War da nicht, irgendwas ist gerade kaputt gegangen? Meine Batterie, okay. Schnelle.
Oh, oh. Ja, guck mal, da ist, genau, da waren wir schon. Das so. Okay. Nee, wir fahren in Richtung nach Hause. Das wird schon abenteuerlich, glaube ich. Und hier vorne war doch auch noch irgendwas bei der Schiene, ne? Vielleicht sollten wir da mal noch mal hinterlegen. Also ich denke mal, die Stadt wird noch in Arbeit sein. Hallo, habe ich jetzt nicht Licht angemacht? Doch, aber das ist nicht zu sehen. Da scheint nichts dran zu sein. Nee. Was ist das? Ah, das sind Felsen, okay. Okay. Also da wird wohl auch noch was sein, denke ich mal. Wenn die Entwickler soweit sind. Oha. Ah, das sieht man auch, ne? Weil da sind ja, ist ja noch Hasen und so. Auf der Straße. Dass da noch nicht viel ist. Okay, wo führt uns denn die Straße, wenn wir jetzt hier die Straße runterfahren? Also hier nach links wollen wir nicht, weil ihr wisst, da sind die Banditen. Oha. Da war ja der Berg. Stimmt. Fahren wir jetzt lang hoch? Wir müssen ja hier hoch, aber da sind die Banditen, das wisst ihr. Müssen wir wieder bei den Banditen lang. Uäh. Tja, bleibt uns ja nichts übrig. Ich weiß auch nicht, wie viele Banditen das sind.
Oder wir speichern jetzt hier. Genau. Genau hier speichern wir. Immer. Weil den können wir nochmal laden. Und dann traue ich mir mal was. Ah, Waffe weg. Okay, das war nix. Okay. Ja, ich glaube, das versuchen wir nochmal. Ich lade mal. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. So. Geladen. Vielleicht sollten wir es lassen. Ich weiß es nicht. Es ist echt. Oh, wir haben Hunger und Durst. Essen? So. Dann trinken wir. Okay. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir machen nochmal das Gepäck leer. Weil wir halt so schaffen, dass wir. Kann man die übereinander? Nein. Ah ja, klar. Und kann man die übereinander? Auch nicht. Das ist nicht gut. Tja, dann lassen wir es doch so. Warte mal, dann habe ich ja jetzt keine Weste an, ne? Gestorben? Nee. Okay. Wir speichern nochmal. Jetzt haben wir ja noch ein bisschen was gemacht. Gegessen. Okay. Wie machen wir es denn am besten? Also ich würde am besten da, würde ich am liebsten und dann so. Ja, ich glaube, das machen wir. So. Weiträumig umlaufen. Die ganze Geschichte. Oh Mann, wieso kommst du denn jetzt? Der Bär war jetzt nicht geplant.
nicht, aber dir, ne? Das wirklich machen soll. Das kam von hinten. Oh, nee. So, meine Lieben. Also, geladen. Ich glaube nicht, dass die Zahl 3 unsere Glückszahl ist. Also, lassen wir das. Wir steigen jetzt ins Auto und fahren nach Hause. Ich weiß. Jetzt sitzt bestimmt alle vom Monitor und sagt euch, oh nein, alle guten Dinge sind 3. Ich sag euch, nein. Wir haben ja... Da ist ja noch so ein Camp. War ich jetzt hier? Da werden genauso viele sein, glaube ich. Ich glaube, wenn hier hoch. Okay, wir werden nicht da hoch. Wenn hier so. Ah. Okay, das ist nicht vorsichtig. So. Wow. Mit dem Auto tanzen wir durch die Bäume. Yay.
gut. Da vorne bei der Straßensperre, weiß jetzt nicht, wie viele davon da sind. Da versuchen wir es nochmal, ein paar Banditen zu erledigen. Aber ich habe so das Gefühl, wenn wir die ein bisschen doll ärgern, so, dass wir dann, weil bis jetzt haben wir noch keinen Besuch von denen gekriegt. Das ist mir auch aufgefallen, ne? Dass wir dann Besuch von denen kriegen. Vielleicht lassen wir die noch. Noch ein bisschen. Vollgas hier durch. Ah. Oh, hallo. Ich bin gar nicht da. Okay. Gleich sind wir zu Hause. Gleich sind wir zu Hause. Hier ist unser Zuhause. Aber bis jetzt sind die Autos noch nicht wieder da. Aber ich habe gelesen, du hast das schon rausgefunden, wie man die Autos kaputt macht. Ja, manchmal ist, also die Loot-Autos und überhaupt, also auch die Autos, die man fertig machen kann, die gehen eh nicht zu zerstören. Und aber wenn du es jetzt rausgefunden hast, ist die Falle hatte ich bestückt, glaube ich. Ja, für euch war es ein bisschen langweilig, ich weiß. Hallo, ich wollte es aufheben. So. Für mich war es sehr aufregend. Aber das ist immer so. Wenn du selber das spielst, dann ist das immer okay. Hallo, mein Zuhause. Du bist ja noch nicht fertig, sag mal. So. Jetzt muss ich mal gucken. Okay, trinken, essen geht, ist klar. Wir müssen nochmal das alles leer machen. Die muss ich auf jeden Fall jetzt alle essen. Die sehen nämlich nicht mehr toll aus. Jetzt bin ich bestimmt besoffen. Gut, dann gehen wir jetzt mal. Wie spät ist es? Ach Gott, das ist ja erst früh. Ich wollte jetzt nicht mit euch hier mein Gepäck leer machen. Das ist ja auch langweilig. Na? Die können alle in den Ofen. Die anderen brauchen wir ja für die anderen Sachen. Okay. Das kommt hier mit rüber. Das auch. Das kommt hier rein. Der kommt auch erstmal hier rein. So. Okay. Jedes Mal ist das Oh, diese Maus. Oh,
nehme das hier. Okay. Das ist mal schnell in die Schränke. Ja, ich weiß. Aber Unordnung ist auch doof. So. Okay. Ach nee, da hatten wir das dran. Okay. Ja. Hier kommt Essen rein. So. So. Wieder ein bisschen Holz. Okay, die Bretter da und da und da. So. Da kommen die Bretter hin. Na. Da. Die kommen da hin. So. Die kommen in den unteren Schrank, die kommen raus. Ach, hier ist ja nochmal eine Dose. Ah ne, die wollte ich mitnehmen, genau. So. Das gehört auch nach draußen. Das kommt ins Auto. So. War das jetzt da? Ja, aber das ist voll. Kann ich den noch mit draufpacken? Okay. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Schränke hier. Glaube ich. Okay, da. Nö. So, jetzt haben wir noch immer keine. Warte mal, da. Nee, da nicht. Da. Auch nicht. Aber da ist der Helm, guck mal. Kann man gleich mal benutzen. Das ist sehr gut. Hey, warte mal, da waren Blätter, ne? Nee. Hä? Habe ich keine Blätter? Scheint wohl nicht so. Irgendwo hatte ich doch aber auch Blätter, ne? Also, kann doch nicht sein, dass ich keine Blätter habe. Ich hatte ja auch Rinde. Da. Wo ist die doch? Da sind sie ja. Okay, hier haben wir noch ein Messer. Im Motor haben wir noch zwei. Packen wir das mal hier rein. So. Okay. Das kommt da rein. So. Okay. Das ist sehr gut. Jetzt fehlt uns nur noch das hier, dann haben wir das komplett leer. Also fertig. Frei. Das sah draußen lieblich aus, oder? Mal wechseln. So. Dam. Okay. Dann kommt so wieder hier rein. Du kommst da rein. Mögen wir andauern mein Auto? So ist denn sowas möglich. Okay. So. Dann bringen wir die Autoteile mal hier in den Schrank. So.
Und wir brauchen ein paar. Ist noch ein Zahnrad. Schön. Sag mal, habe ich hier zu Hause nicht gelootet? Und wir fahren immer Kilometer weit, um zu looten. So. Hallo. Da ist noch ein kleiner. Ich will gar nichts von dir. Dum, dum, dum. Das ist noch so ein kleiner. Aber ich glaube, dann haben wir einen Bären in der Seite. Die haben wir ja gelootet, oder? Hä? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die gelootet haben. Gefühl bei dieser Sache. Da ist noch ein. Hä, wo ist denn der jetzt? Ich habe ihn doch eben da. Sag mal. So. Okay. Das ist aber auch immer abenteuerlich hier, Mann. Da ist noch eine. Na. Ja, unsere Mission ist halt, ne? Bau den Zaun. Oh. Nacken. Also ich fühle mich hier nicht wohl. Nein, fühle ich mich nicht. Oh, oh. Da ist keiner. Da liegt noch einer. Also ist ja auch keine gute Umgebung jetzt hier, um Waldfliege zu betreiben. War da nicht eben auch noch ein Zweig? Nee. Okay.
Tja, ich bin etwas ruhiger, weil Wald und ja. Ich so das Gefühl habe, dass wir hier gleich Gesellschaft haben. Das ist so die Ruhe vor dem Sturm sozusagen. Das Bild ist schon der Hammer, ne? Also. Also, wow. Eindeutig ein Wow. No. Nee, da steht er ja wohl gar nicht gut. Okay. Oh, guck mal, da haben wir jetzt. Wow, 32, 33 Stöcke. Das ist ja cool. Ich kann ja den Zaun ein bisschen draußen machen. Das ist natürlich sehr gut. Gut. Sie hat, also ich habe Hunger, also er, sie, es, was, was auch immer. Hunger. So. Ah, die halten sich aber ein Momentchen, ne? Obwohl ein bisschen haben sie nachgelassen. So. Glaube, wir müssen wieder Wasser besorgen. Gut. Hallo? Oh, die Tür geht immer zu, bevor ich überhaupt drin bin. Das geht ja gar nicht. Gut. Wir haben schon Tag 37. 10 Stunden reichen wohl völlig aus zum Schlafen. Aber vielleicht eine Stunde noch. So. Dann ist auch hell. Wow, guckt euch das Bild an. Das ist ja wohl schick. Gut, die Sonne scheint. Wir sind aufgestanden. Tam tam. Ich müsste mal speichern, ne? Oh, falscher Knopf. Hallo. Speichern. So. Wir räumen das Zeug mal in die Schränke, dann beschaffen wir uns noch ein paar Äste. Kann das nicht übereinander? Na klar. Die können nicht darauf. So. Die nehmen wir aber mit. Wir essen noch so ein Dingens Fleisch. So. Okay, das reicht. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Wasserflasche auffüllen. Die beiden lasse ich hier. Die sind leer. Okay. Gut.
Ding. Ach ja, da sind die. Da sind die. Feder. Okay. Was packe ich denn da rein? Gar nichts. Da packen wir das Zahnrad dazu. Kann ich mir langsam diesen Generator bauen, ne? Das wäre natürlich toll. Okay, warte mal, wir können aber noch einen Schrank bauen. Und da bauen, packen wir ein paar Materialien rein. Weil das ist jetzt langsam ein bisschen viel. Falscher Richtung, versuchen wir es mal so. Da kommen die denn rein, so genau. Aber erstmal packen wir da jetzt erstmal alles rein, damit wir los können. Ich räume mir das nachher wieder zurecht. Dann kann ich vielleicht endlich diese Geschichte da draußen fertig machen und euch nämlich mit zum Looten. Weil das Bauen, das ist ja auch langweilig für euch. Ich glaube, ich nehme das. Nehmen lassen das hier. Okay, die nehmen wir mit. Das haben wir mit. Da müssen wir noch Wasser reinmachen. Okay. Wasser, Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Und Wasser müssen wir holen. Wir haben kein Wasser mehr. Das ist nicht gut. Wie teuer ist denn, also wie viel kostet denn, wenn wir einen Eimer noch bauen? Dann können wir gleich 20 Liter mitnehmen. Ein Eimer. Das und das. Okay, das haben wir. Hiervon nehmen wir ein. Ein. So. Davon nehmen wir zwei und wir brauchen vier, ne? Waren das vier? Ich glaube, das war Pier. Hier oben irgendwo war eine Aufregung. Nee, da nicht. Da? Nein. Da? Ja. Gott. Nein, wir fangen jetzt nicht an aufzuräumen. Okay, das war hier und das war der. Können wir zwei? Dann mit 30 Liter, das wäre natürlich noch besser. Cancel. Wir wollten jetzt auch nicht los. Nein, wie kommst du denn darauf? Achso, Mist.
nicht, dass ihr so meine Wohnung einbrecht. Mensch, los jetzt. Gibt's doch gar nicht. Ich muss das. So ein komisches Geräusch im Ohr. So, mein Lieber. Unmöglich. Sowas. Okay. Den haben wir erschossen. Was hat er denn hier gelassen? Müssen wir jetzt erstmal wieder die Fenster heile machen. Ach Mensch. Bretter. Bretter. Okay. Wollen wir lieber ein paar mehr nehmen. So. Und Nägel. Halt. Jetzt haben wir auch alle durch. Okay, jetzt brauchen wir noch einen Hammer. Wo habe ich den jetzt hingepackt? Da. Okay. Den. So. Eins. Hat der auch? Gut, dass wir das gemacht haben. Oh, wir brauchen immer vier Nägel. Junge, Junge. Wir müssen Nägel bauen. Ah, ja, Jubi. Das hilft ja nichts, sonst können wir unsere Fenster nicht dicht machen. Und Ende. Was kostet denn ein Nagel? Nägel. Okay. Haben wir erstmal 16. Erstmal das Ende machen. So, das sind 100. War das 100? Nein. Wieso nur 98? Hä? Was? Komm schon, ich will eine 100 haben. Oh. Kriegen wir keine 100. Wie sieht's hier aus? Gut. So. Okay, nochmal Nägel machen. Ach ja. Ja, das muss sein. Das muss ja hier sicher sein. So. So.
wir jetzt erstmal Nägel. Brauchen wir noch die. Okay. Ja, ich weiß, aber ich brauche die. So, wir bauen jetzt Nägel. Oh Mann, das dauert aber. Aber dann haben wir wieder Nägel. Weil Bretter geht ja schnell. Da kannst du ja draußen einen Baum fällen oder was weiß ich. Und dann haben wir Bretter. Hallo? Was soll das denn? Guck mal. Habt ihr das gesehen? Das war nicht schön. Ja, dann holen wir nachher Wasser. Jetzt müssen wir erstmal das Haus wieder heil machen. Ah ne, hier waren wir ja schon. Nee. Warte mal. So. 40%, 60%, 80%. Ich höre die Tür schon wieder knacken. Gut. Okay. Toll. Oh. Das ist nicht schön. So. Okay. Also die Nägel gehen bis 64. Das kann in die Küche. So ein Mist. Tja, Leute, was soll ich sagen? Das war jetzt nicht geplant. Dann müsste jetzt ja auch das Leder fertig sein. So. Haben wir noch irgendwas zu trinken, was weg muss? Trinken wir. Okay. Da packen wir mal den. Ach, das geht ja nicht, weil ich den in der Hand habe. Halt, warte. So. Die können hinten wieder in den Schrank. Oder hier. Erstmal. Oh, das ist doch für die hier, ne? Oh, das ist die 4. Gut. Ich würde sagen, wir gehen wieder schlafen. Och, Menno. Und dann aber... Halt! Es wird die. Sehr schön. Nein. Ja. Okay. So. Und das kommt da rein. So. Gut. Wir gehen hoch. Okay.
schlecht aus. Speichern. Oh, dieses Türgeklappe. Und schlafen. Gut. Gut. Ja. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. So. Wir brauchen Wasser, Wasser, Wasser. Esse, dann kann ich nämlich... Ah, jetzt habe ich den blühen Zucker mitgenommen. Ah, egal. So. Weil dann kann ich schon mal den Zaun fertig machen. Das kann ich ja ohne euch machen. Da müsst ihr euch ja nicht langweilen. Gut, jetzt holen wir erstmal Wasser. Wir fahren da und dann da. Da fahren wir nicht lang, weil das ein Baum, der Stärke. Jetzt müssten wir gleich beim Wasser sein. Wow. Ich hatte gebremst. Hallo? Bremse? Oh. Da ist doch ein Weg. Wieso fahre ich denn nicht den Weg? Oh nein, ich muss natürlich hier mitten durch. Weg fahren kann ja jeder. So. Hier Wasser. So. Gut. Stehen wir fast im Wasser. Auch nicht schlecht. So. Den, den und den. 30 Liter Wasser. Na, das wieder. Das ist doch toll. So. Mhm. So. Und so. Sehr schön. Gut, so. Jetzt haben wir einen Ast gefunden. Yay! Blatt. So. Nee, da wollen wir nicht lang, glaube ich. Hä? Was ist denn jetzt? Mein Auto ist aus. Das ist schlecht. Was haben wir denn? Der Motor. Ach. Guck mal, wie ich hier stehe. Hier angespült. Das ist doch Mist. Nein, wir haben das nicht gesagt. Es ist gar nicht das Wort. Das andere haben wir auch nicht. Was haben wir denn da? Das ist schade. So. Gutes Wort. Gut. Komm, ich muss hier erstmal weg vom Wasser. Das ist nicht gut. Was denn jetzt wieder? Oh, welch ein Glück. Okay. Oh. Alles pure Absicht. Gut, dann nehmen wir den. Ja, und unsere einzigste Zündkerze. Hoffentlich hält die ein bisschen. So. Nein. So. So. Dum, dum, dum.
stehen hier mitten im Wasser. So. Also müssen wir aufpassen, dass wir... Wo sind wir denn? Hier. Da ist mein altes Haus, glaube ich. Ja. Dass wir... Wir brauchen Autos. Wir brauchen Zündkerzen. Also müssen wir... Sache überlegen, Hotel. Oh. Ein starker Hubbel. Stimmt. Oder wir gucken mal in der Werkstatt nach, was nachgespannt ist. Genau. Stehen. Stein, passt. Da sind noch mehr Äste. Hallo? Nee, hier ist nichts nachgespawnt. Schade. Okay, also hier ist nichts nachgespawnt. Das Brett habe ich bestimmt was vergessen mitzunehmen. Irgendwie habe ich komische Geräusche im Ohr. Als wenn irgendwo einer geht. Nee, ne? Der hört sich anders an, glaube ich. Ob meine eigenen Fußabdrücke, die vor denen ich jetzt gerade Schiss habe, oder was? Also Mission Äste. Nein. 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 Okay, kann man darauf jetzt mittlerweile? Nein, geht denn nicht. Okay, also nachgespawnt ist hier nichts. Ich glaube, in den Autos war auch schon vorher nichts drin. Ne? Ich brauche eine Zündkerze. Zündkerzen. Oh. Ein gutes Gefühl. Wir müssen auf jeden Fall in die andere Richtung, glaube ich.
glaube ich. Fahren doch auch noch Autos. Ist auch noch ein Auto. Ich glaube nicht, dass ich da dran war, oder? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Doch, da muss ich schon dran gewesen sein. Ja klar, das ist das Auto mit den ganzen Blumen drin. So. Stein. Steine brauche ich jetzt nicht. Nicht jetzt in diesem Moment. Sagen wir mal so. Ja, mir wurde gesagt, oder vielmehr es wurde ja geschrieben, dass das für Lauri zu einsam wäre. Hat der gute Lauri geschrieben. Es ist gar nicht einsam. Also. Könnte mir welche die Gefangenen holen von den Banditen. Aber die laufen denn hier auch noch durch die Gegend, also habe ich ja noch mehr Panik vor Fußabdrücken, also ne, wenn ich welche höre. Sonst könnte ich da hinten die Banditen erledigen. Ich glaube, da ist ein Gefangener und da hinten war auch noch eine. Also zwei Gefangene, glaube ich, kann man befreien. Und dazu will ich aber erst den Zaun fertig haben. Dann sehen, ob da ob die da über den Zaun kommen können. Obwohl mich da das auch nicht unbedingt sicherer macht, weil nicht sicherer macht, weil genau da war ich stehen geblieben. Die können ja trotzdem über den Zaun hinweg schießen. Das bedeutet, erschießen können sie mich trotzdem. Die Banditen. Weil die kommen mit Waffen. Die Infizierten sind einfach nur. Okay, war ich auch schon dran, oder was? Scheint wohl so. Na gut. Da vorne war Sprit drin, ich glaube den. Da haben wir das erste Mal den Kanister früher gemacht. Das geht mittlerweile auch, dass du das so einsteigen kannst, wie im richtigen Auto. Okay. Den habe ich auch schon leer gemacht. Muss hier noch irgendwo zurück jetzt mal. Verdammt. Sonst haben wir Salat. Zündkerzen. Huch. Kommen wir da nicht weiter. Was machst du? Okay.
Ich denn jetzt Zündkerzen her? Oh Mann. Ich brauche Zündkerzen. Wie viel denn Zündkerzen? Mal so sagen, dass das nicht gut ist. Jetzt gar nicht. Also ich glaube, wir haben schon alle Autos. Hier mal. Und dann würde ich sagen, fahren wir, also ich fahre jetzt gleich nach Hause und wie es weitergeht, erfahrt ihr morgen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye. So, meine Lieben, ich danke euch, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye!